Herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben. Und heute soll es um geistige Entitäten gehen. Und ich habe wieder jemanden eingeladen, den ihr vielleicht schon kennt aus einem vorherigen Video, beziehungsweise zwei vorherigen Videos. Das ist der Frater Lysia. Ich freue mich super, dich wieder hier als Gast haben zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Und dass wir miteinander ein bisschen fachsimpeln können und somit auch deine Zuschauer und auch deine Kanalabonnenten mit Informationen versorgen können, aber auch unterhalten können. Weil wenn wir beide am Quatschen sind, wird es ja manchmal auch doch ein bisschen lustig. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, wir fangen mal direkt an mit dem Thema. Ja, Entitäten. Es gibt geistige Wesen oder es wird vermutet, dass es sie gibt. Manch andere haben Erkenntnisse gesammelt, indem sie auch Erfahrungen mit diesen geistigen Wesen gesammelt haben. Andere sehen das nur als Glaubenskonstrukt und sagen, naja, da muss man ja dran glauben an die Wesen, aber ich habe sie noch nie gesehen, noch nie irgendwelche eigenen Erfahrungen gemacht. Aber wenn man eigene Erfahrungen gemacht hat, kann man ja schon davon ausgehen, die sind existent, die sind da. Ja, und da würde ich jetzt schon gerne mal die erste Frage an dich. Was sind denn diese geistigen Entitäten überhaupt? Die werden ja klassifiziert in unterschiedliche Wesen, ja, Geister, Götter, Dämonen, Asuras, Engel, was es da alles gibt, ist ja gigantisch. Feen, Zwerge, Gnome, Sylphen und so weiter. Alles Mögliche. Aber was sind das für Wesen? Und was denkst du, warum die überhaupt da sind? Letztlich sind es erst einmal alles autarke Wesen oder Daseinsformen. Das heißt, es sind auf der einen Seite selbstverständlich Energien, aber die in diesem Kontext eine gewisse Individualität haben. Oder wenn man es dann eben so will, ein gewisses Selbstbewusstsein. Ruhig mit Bindestrich geschrieben, sodass man, ne, auf der einen Seite sind sie auch selbstbewusst, aber sie haben auch ein selbiges Bewusstsein. So dass sie eben auch in ihrer Existenz verschiedene Evolutionsaufgaben haben. Man könnte sogar sie ohne weiteres mit uns Menschen dann eben vergleichen, nur dass sie eben feinstofflich sind. Und von der Definition her, wenn man sagt, okay, ne, wie will man jetzt dann eben Feinstofflichkeit definieren, könnte man erst einmal sagen, für das normale menschliche Auge sind sie außerhalb des Sichtbaren. Es mag ohne weiteres sein, dass sie im gigantischen Bereich des elektromagnetischen Spektrums vorhanden sind, ja, aber der Mensch so mit seinen natürlichen Möglichkeiten kann diese nicht sehen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja gut, okay, ne, das elektromagnetische Spektrum kann man dann dementsprechend mit verschiedensten Testen untersuchen und alles Mögliche. Auch da gibt es noch keine Beweise. Nein, noch nicht. Aber das ist ja auch wieder das Faszinierende, das, was heute noch Magie ist vielleicht in 20 Jahren eben wissenschaftliche Realität. Weil das, was vor 100 Jahren Magie war, ist heute ganz normal, dass man dann eben wirklich sagt, es gibt subatomare Bereiche und wie die verschiedenen Fermionen sich dann eben verhalten. Auch da könnte man dann eben sagen, dass es Grundkräfte sind. Jetzt wäre es natürlich zu weit hergeholt, dass man sagt, okay, das Elektron ist eine Entität. Das wäre definitiv zu weit hergeholt, weil das Elektron aber in diesem Kontext auch nicht wirklich ein Selbstbewusstsein hat. Und wie du gerade schon angesprochen hast, gibt es gigantisch viele Begrifflichkeiten, die aber natürlich auch wieder alles menschliche Vokabeln sind. Das muss man auch immer wieder bedenken, dass man sagt, die Wesen selbst betiteln sich entweder ganz anders oder gar nicht. Weil hier ist dann eben manchmal der Knackpunkt der Kommunikation gegeben. Wir Menschen kommunizieren verbal. Wir kommunizieren auch nonverbal, dass man dementsprechend die Gesichtsmimik interpretiert oder auch die Körperhaltung. Aber die klassische Telepathie, dass man wirklich dann eben ein Wort wie das andere dann eben hört, möglich, aber sehr schwierig. Und bei den geistigen Entitäten oder bei den feinstofflichen Entitäten, naja, die haben keinen Mund. Die haben auch nicht die Möglichkeit, Schall zu produzieren oder zu provozieren, wie wir mit unseren Stimmbändern, dass wir dementsprechend unsere Umgebungsluft verändern. Das können die nicht. Also ist da eine direkte energetische Übertragung. Man kann es jetzt Telepathie nennen. Man kann es aber auch ganz einfach eine geistige Kommunikation nennen. Und wie gesagt, gerade dadurch, dass du dann eben die verschiedenen Namen schon aufgeschlüsselt hast, muss man auch immer wieder unterscheiden, sind es terrestrische Energien oder dass man sagen kann, sie gehören eben zu unserer Erde, zu unserem Planeten
Oder sind es stellare Energien? Dann kann man natürlich schon wieder weiter pinnen, in Anführungszeichen, und dass man sagt, ah, der redet jetzt von Außerirdischen. Dann ist wieder die Frage, wie definiert man außerirdisch? Sie sind nicht der Erde zugehörig. Es müssen keine grünen Männchen sein, es können auch wieder feinstoffliche Energien sein. Und da verlässt natürlich dann eben die Wissenschaft sehr deutlich die Magie, dass dann einfach gesagt wird, wir wissen nicht, was da draußen existiert. Naja, und deswegen gibt es da keine 0815-Definition. Das, was man dann eben für sich oder auch aus der Erfahrung her sagen kann, ist letztendlich, dass es solche Wesen, solche Daseinsformen, solche Entitäten eben gibt und dass man mit diesen auch interagieren kann. Ich denke halt, dass, wie du schon sagst, genau, in erster Linie sind es Energien und Archetypen, die schon im Menschen angelegt sind, aber auch in der Natur insgesamt angelegt sind, weil sie ja auch Teil der Natur sind, weil auch in den Tieren, in den Pflanzen sind bestimmte archetypische Charakteristika zu finden. Ja, in einem sehr dornigen Busch hast du halt diese kriegerische Energie, ja, die dann eben eher dem Mars zugeordnet wird, während du vielleicht in so Moos eher das Venusische hast, ja, wo du drin versinkst im Schoß der Mutter und so weiter und alles weich ist und, ne, und so weiter. Also das ist halt dann auch wieder so ein, ja, auch die Pflanzen und auch die Tiere haben bestimmte Archetypen, die sie in sich tragen, die sie aber dann vielleicht eher unbewusst oder einfach so aus sich heraus leben und nicht die Möglichkeit haben, ihr Paradigma zu wechseln, so wie wir. Wir sind sowas wie Chamäleons, die quasi ihre Charakteristika und ihren Archetypen annehmen können und weitergeben können oder beziehungsweise verschiedene Archetypen annehmen können. Und du kannst Soldat werden und Krieger, du kannst aber auch genauso die schönen Künste pflegen oder was ganz anderes machen. Also ich denke, das unterscheidet halt auch den Menschen dann nochmal von den anderen stofflichen oder mit stofflicher Hülle bekleideten Wesen. Und im Grunde genommen werden wir durch diese Energien, die ich Götter, Geister oder eben Archetypen, wie auch immer nenne, werden wir durch die bestimmt in unserem Handeln und in unserem Dasein. Und je nachdem, wie wir den Archetypen in uns selbst dienen, desto mehr Kraft bekommen wir auch durch sie. Und desto mehr können wir dann quasi als dieser Archetyp auch in der Welt wirken. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, dass diese Archetypen eben überall vorhanden sind und eben angelegte Menschen, aber eben als Rohenergien im Kosmos eher ungreifbar sind. Und die Interpretation, wie zum Beispiel Geschichten, die wir dazu erzählen, Götterbilder, die wir uns basteln und schnitzen und meißeln und so weiter, dass das eben der menschliche Ausdruck ist, die menschliche Note, die wir damit reinbringen, für eine gefühlte Energie im Hintergrund. Und damit machen wir uns eine Lilith greifbar, damit machen wir uns was auch immer für Wesen greifbar, einen Baal oder einen Odin oder wen auch immer. Und geben den Namen, wie du schon sagst, die haben wahrscheinlich gar keine Namen, warum auch, ja. Und dann geben wir den Namen und geben den Geschichten und geben den Figuren und dann spielen wir damit und arbeiten wir damit. Das ist das, was ich so darüber denke und das schließt sich ja auch an das an, was du sagst. Genau, jetzt ist die nächste Frage wäre natürlich, okay, diese Archetypen oder diese Götter scheinen schon insofern zu existieren, indem sie verifizierbar sind, dadurch, dass du sie selber erleben kannst durch bestimmte Stimmungszustände, ja, die ja dann mit diesen Archetypen und Göttern auch zusammenhängen, vermutlich. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kann ich mit diesen Entitäten in Kontakt treten, um quasi einen Austausch zu generieren? Mensch hat da die schöne Gabe der Ambivalenz, dass man auf der einen Seite sagen kann, du hast dein Tagesbewusstsein und du hast dein gigantisches Unterbewusstsein. Weil wenn man jetzt schon ganz einfach sagt, du gehst in einen großen Wald hinein, um eben mit verschiedenen Entitäten in Kontakt zu treten, dann würden viele Menschen sagen, es ist ein Wald. So, ja, da sind Bäume drin und da gibt es auch irgendwelche Tiere, aber was soll ich hier für Entitäten dann eben treffen?
wieder andere Menschen sagen, selbstverständlich existieren hier Energien. Und wenn man dann eben nochmal zurück auf die Wissenschaft will, dass dann eben heutzutage es belegt ist, dass dann eben auch Pflanzen untereinander kommunizieren, besondere Energien emittieren. Das war uraltes Wissen, das war magisches Wissen. Das war aber vor 200-300 Jahren, waren dann eben wieder die klassischen Naturwissenschaftler eher auf dem Dampfer, ihr seid Spinner, die Bäume kommunizieren nicht untereinander. Doch, tun sie. Und wie eben andere Pflanzen auch. Und dass man da dann eben sehr schön diese Archetypenlehre mit einbauen kann, obliegt natürlich wieder dem menschlichen Intellekt, was auch dann eben perfekt ist, weil es eine sehr schöne Erklärungsschablone dann eben bietet. Und über diese Erklärungsschablone kann man eben auch die verschiedenen Kontakte aufgreifen. Das heißt, wenn ich dann eben mit meinem Tagesbewusstsein agiere, so dass ich es dann eben auch mitbekomme und auch in Interaktion trete, dann verwende ich die verschiedenen Schablonen. Und wie du gerade sehr gut gesagt hast, dass dann eben diese Grundschwingungen oder die Grundenergien eben kosmisch sind oder beziehungsweise im Kosmos weit vertreten sind, interagiere ich schon mit denen, indem ich selbst eine Schablone kreiere. Und meine selbst kreierte Schablone ist eben ein Name, ein Bildnis, ein Zeichen, ein Siegel, eine persönliche Verbindung. So als ob ich dann eben schon einen Ruf aussende, indem ich mich mit meinem Tagesbewusstsein oder auch eben intellektuell mit dem jeweiligen Prinzip beschäftige, wird die erste Brücke gebaut. Wenn dann noch meine Emotionen dazukommen, weil gerade Archetypen agieren sehr stark mit unseren Emotionen oder mit unserem Emotionalkörper, dann habe ich natürlich noch eine weitere Brücke. Weil auch hier gilt, der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile. Das wird auch dann eben meistens von der Naturwissenschaft mittlerweile auch anerkannt. Manchmal wird es aber auch vergessen, weil wenn man jetzt sagt, beweise doch einmal, dass ich ein Tagesbewusstsein habe oder ein Unterbewusstsein oder die verschiedenen religiösen Konzepte, die es gibt. Auch da versagt letztlich die Naturwissenschaft. Auch die Definition von Liebe, Hass, Wut, die ganzen Emotionen. Kann ich biochemisch beweisen? Ja, einverstanden. Aber naja, ein Beweis ist nicht wirklich das Erleben. Und daher kann man dann eben versuchen, über seine Mentalität, also durch seine Gedankenstruktur und auch durch seine Emotionalität, bewusst einen Ruf auszusenden, dass man im Vorfeld natürlich nicht einfach lapidar in den Wald reingeht und sagt, ich möchte mal Kontakt haben und wartet dann darauf, dass dann irgendein Baum ruft, hier, ich bin's, der Kalle, die große Eiche, komm doch mal rüber, ist auch eigentlich klar, wobei, Klammer auf, auch das kann funktionieren. Es kommt natürlich darauf an, wie sensibel der Mensch ist, wie intuitiv der Mensch ist und mit welcher Intention er eben in den Wald reingeht. Weil auch da wird man dann eben gigantisch viele Erlebnisse machen können. Man muss kein gefahrenes Ritual machen, 12 Uhr auf dem Friedhof, ich will die Geister beschwören oder irgendwie sowas. Es reicht ein einfacher Waldspaziergang mit allen geöffneten Sinnen. Wenn man dann eben nochmal auf die Sinne dann eben eingehen will. Das heißt, es geht nicht nur um das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken und das Tasten. Nein, der sechste und der siebte Sinn, so wie er dann eben manchmal dann eben auch ja benannt wird, hat da natürlich auch eine Rolle. Und auch dieser Sinn ist bei allen Menschen vorhanden. Wie dieser jetzt definiert wird, ne? Ob man jetzt sagt, es ist der metaphysische Sinn oder es ist dann eben der hagiopraktische Sinn oder der magische Sinn oder der gnostische Sinn, ist irrelevant in dem Kontext. Jeder Mensch hat diese Sinne. Nur es wurde natürlich verlernt, darauf zuzugreifen, was auch wieder leider der Gesellschaft geschuldet ist. Und wenn man dann eben bewusst mit seinen 7 Sinnen agiert, wenn man sich bewusst einmal die Bäume anschaut, wenn wir jetzt im Wald bleiben, dann hat man da schon die erste Kontaktierung. Weil wenn man auch dann eben das Rauschen der Blätter hört, wenn man dann eben den Geruch des Mooses oder der Eiche oder was auch immer nimmt, der verschiedenen Früchte, die existieren, dann hat man da schon eine vernünftige Interaktion. Und über diese Interaktion schafft mein Tagesbewusstsein eine Schablone. Mein Unterbewusstsein ist dann natürlich noch viel, viel schneller und hat da schon die ersten Verbindungen geknüpft. Und über diese verschiedenen Brücken, so könnte man es dann eben beschreiben, dass man wirklich hier Brücken installiert, unterbewusst und bewusst, können die ersten Kontaktierungen stattfinden. Ob diese dann emotional oder sogar verbal stattfinden, das obliegt auf der einen Seite der Entität und natürlich auch dem Konstrukt des Menschen. Weil viele Menschen sind sehr visuell, viele Menschen sind aber auch auditiv.
Und es kann in diesem Kontext wirklich sein, dass man seine innere Stimme hört, als ob der Baum mit einem spricht. Ob man dann eben für sich selber sagt, oh, ich glaube, ich muss wieder Tabletten nachlegen, die Bäume sprechen mit mir, sei mal dahingestellt. Oder ob man dann dementsprechend sagt, ah, okay, Mutter Natur hat eben verschiedene Facetten, die es erlauben, eine Kommunikation zu erschaffen. Ja, jetzt ist es ja so, dass die meisten, die jetzt auf die Idee kommen, ich möchte jetzt Kontakt zu einer Gottheit oder einem anderen Wesen, dass die ja so anfangen, dass sie wissen, da gibt es Leute, die beschwören Götter oder rufen sie an. So, und dann informieren sie sich im Internet oder kaufen sich irgendein Buch über Heidentum oder irgendwas, ne? Und dann steht da irgendwo so ein Text drin, ein Gebet oder eine Anrufung und meistens auch dann irgendwie so ein Ablauf von Ritualen, ne? Irgendwas wird geräuchert, irgendwelche Kerzen in bestimmten Farben werden aufgestellt, Gerüche, also all diese Sachen, die für die Sinne sind, werden da oft benutzt in diesen Ritualen. Und dann machen viele Leute diese Erfahrung, dass sie dann alles so machen, wie es da steht, wie in dem Kochbuch halt drin steht. Und dann sprechen sie den Spruch auf und dann sagen sie, also bei mir ist da gar nichts passiert. Ne? Was glaubst du, woran das liegt? Und was glaubst du, was die Leute falsch machen oder beziehungsweise was der Fehler ist, mit welchem Bewusstsein sie da vielleicht rangehen und wie sie vielleicht daran gehen sollten, damit sie auch wirklich in Kontakt treten können? Der größte Fehler ist wahrscheinlich die Erwartungshaltung, dass man sich dann eben ein Produkt kauft und erwartet, dass dieses Produkt zu 100% funktioniert. Ich denke, eine passende Analogie ist, wir holen uns alle mal ein Buch, wie man Auto fährt. Wir sind noch nie Auto gefahren, wir kennen das Konzept überhaupt nicht, aber wir haben zum Glück ein Auto geschenkt bekommen plus Buch und wir lesen das Buch dann eben durch. Wir überspringen auch ein paar Kapitel, was interessiert mich, wofür die Pedale sind, setzen uns rein und geben Vollgas. Doof ist nur, dass mit dem Lenkrad haben wir uns leider auch nicht durchgelesen und rasen erstmal in die nächste Hauswand. Steigen aus und sagen, Scheiße, funktioniert nicht. So. Und so ähnlich ist es dann ja teilweise auch dann eben mit den Ritualen. Das heißt, man muss erst einmal seine verschiedenen Bahnen und seine verschiedenen Erfahrungen Stück für Stück machen. Es ist eine Möglichkeit, dass man sich dann wirklich erstmal via Intellekt über die verschiedenen Entitäten informiert. Und es ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich schnapp mir irgendein Buch von irgendeinem Autor, der hier Rituale geschrieben hat. Der Leser muss aber in diesem Kontext verstehen, dass es der individuelle Weg des Autors ist. Der Autor hat diesen Weg erfunden, beschritten im Idealfall und hat seine Erfahrung gemacht. Das heißt aber noch lange nicht, dass das eben für jeden gilt. Und da ist eben manchmal der Knackpunkt, dass man sagt, es ist nicht wirklich eine 1:1 Arbeitsanweisung, als ob ich irgendwelche Schränke oder Regale aufbaue. Nein, es ist was absolut Individuelles. Das wäre so ähnlich, wenn man dann eben in der Küche steht. Genau, ne? Meisterköche können perfekt nachkochen, auch mit einem Kochbuch. Aber wenn man dann eben die eigene Note hineinbringt, das heißt die eigene Individualität, wie tick ich, warum tick ich, wie ich tick, dann verändert sich natürlich alles. Wenn ich zum Beispiel plötzlich nicht mehr salzig schmecken kann, weil ganz einfach mein System nicht darauf ausgelegt ist, dann kann es sein, dass ich das Essen eben versalze. Und wenn ich eben nicht feinfühlig am Anfang bin, weil ich dann eben zu sehr in der Profanität drin bin, dann nützt mir das tollste Ritual nichts. Dann habe ich zwar eine sehr schöne Dramaturgie, ich habe unendlich viele Räucherungen verbreitet, alle Rauchmelder im Haus sind angegangen und trotzdem ist kein Wesen aufgetaucht. Und ich frage mich, warum? Weil der Mensch eben individuell ist. Man muss Stück für Stück lernen. Es ist auch so ähnlich wie mit dem Fahrradfahren. Du brauchst deinen Gleichgewichtssinn. Und das ist eine körperliche Übung. Und so wie es dann eben teilweise auch mit den Meditationen oder mit den Ritualen ist, auch das ist auf der einen Seite sogar eine körperliche Übung und natürlich auch eine geistige Übung, weil Körper und Geist sollen ja als Einheit fungieren. Ansonsten mache ich nur ein Schauspiel. Kann nett sein, wird aber letztendlich nichts bringen. Und da ist wirklich der klassische Spruch, Übung macht den Meister, ist eben zwingend. Und man kann am Anfang wunderbare Rituale auf Büchern machen. Man darf nur nicht den gedanklichen Fehler machen, dass es sofort funktioniert. Man muss am Ball bleiben. Ja, wenn man dann eben damals sich daran erinnert, wenn man irgendwann mal schwimmen gelernt hat oder Fahrrad gefahren ist, du fährst nicht sofort die Tour de France. Du fährst vielleicht mit Stützrädern, wenn die abmontiert werden, fällst du erstmal um. Dann stehst du auf und fährst dann dementsprechend weiter. Und so ist es auch bei den Ritualen.
Übung macht den Meister. Man kann erstmal mit sehr kleinen Ritualen anfangen, weil auch hierfür brauche ich eine Selbstsicherheit. Wenn ich mich an meine ersten Rituale erinnere, dann war das auch so, was machst du denn da? Du stehst hier mitten im Raum, intonierst irgendwelche wilden magischen Wörter und das soll funktionieren. Der innere Zweifler, der innere Kritiker, der ist wichtig letztendlich. Der soll auch nicht dann eben abgeschafft werden. Nur natürlich muss man auch eine gewisse Offenheit haben, dass man eben auch eine gewisse Neugier besitzt und dass man eben nicht wie mit einem Kochbuch hantiert und ein hundertprozentiges Ergebnis erwartet. Am Anfang reicht es schon, wenn man sagt, 10%. Ja, aber wie sollen die 10% aussehen? Du machst eine Anrufung und du spürst plötzlich irgendetwas in deinem Inneren, was in Resonanz geht und sagst, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie verändert. Ich kann es noch nicht in Worte fassen, aber irgendwas ist passiert. Ich mache es vielleicht in 3 Tagen nochmal, weil 3 so eine schöne magische Zahl ist und dann gucke ich weiter. Und da ist eben der Knackpunkt für diejenigen, die dann eben neu anfangen. Man muss am Ball bleiben. Man muss Freude haben, man muss Spaß haben, aber auch doch die gewisse Portion an Disziplin. Und der Wille kommt später dazu. Ja, schön gesagt auf jeden Fall. Das sind viele wichtige Hinweise, die auch für Leute, die jetzt das Thema anfangen. Ich habe es auch gemerkt in meiner ganzen Karriere als Magier, dass es mehrere Stufen gibt und also mehrere Bewusstseinsebenen, die ich durchschritten bin und die immer wieder meine Sicht auf die Wesenheit und Entitäten verändert hat. Das heißt also, der ältere Alex, der irgendwann mal angefangen hat, ist davon ausgegangen, das ist alles so Psychologie. Das gibt es eigentlich alles gar nicht. Ja, das ist so dieses atheistisch geprägte Bild, was wir durch die Medien, durch die Schule, durch sonst irgendwas geprägt haben, bekommen. Wobei man sagen muss, dass ich ja durch meine Mutter sehr esoterisch aufgezogen wurde. Aber trotzdem war die äußere Propaganda so stark, dass ich immer daran gezweifelt habe. Das heißt, das war immer so Teil. Irgendwann wurde ich aber vom Gegenteil überzeugt, weil ich Sachen erlebt habe, die ich nicht mehr, wo ich nicht mehr sagen konnte, das ist alles nur Psychologie. Und da hat sich das dann gewandelt. Und dann plötzlich war für mich das alles, die waren alle da plötzlich. Also genau das Gegenteil davon. Und dann war das wie so ein religiöser Fundamentalist, der halt an alle Wesenheiten glaubt. Und der es dann auch nicht erträgt, wenn jemand sagt, die gibt es nicht. So, und dann kam irgendwann die nächste Stufe, bei mir zumindest, dass ich dann erkannt habe, okay, die sind Teil von meinem Bewusstsein, also meiner Psyche, meiner Seele, aber sie sind auch Teil von etwas Größerem. Also dieses zu sagen, die sind nur in mir oder die sind nur im Außen, ist meines Erachtens beides nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, es gibt kein In und Außen, es gibt nur ein Großes. Was auch immer das ist, ein Gesamtkonstrukt. Und es gibt Energien, die überall alles durchdringen. Und letztendlich ist alles immer überall vorhanden. Es kommt halt nur darauf an, wo ich mein Bewusstsein drauf lenke. Da, wo ich mein Bewusstsein fokussiere, das wird stärker. Also die Sachen, wo ich mein Bewusstsein drauf fokussiere, das wird dann eben stärker. Und wenn ich mein Bewusstsein darauf fokussiere, dass ich sage, ich glaube nur an einen einzigen Gott und der so und so, dann ist das so in deiner Glaubenswelt, weil dein Denken und dein Fühlen erschafft eben die Realität und du schaffst dir das selbst. Aber diese Leute sind dann in dem Moment gar keine Magier mehr in meinen Augen, weil sie die Kontrolle verlieren über ihr eigenes Glaubensbild, weil sie ein Glaubensbild annehmen, anstatt ein Glaubensbild zu kreieren. Und ich glaube, da ist der große Unterschied zwischen einem Magier und jemand, der einfach nur irgendeiner Religion folgt. Und dann einfach alles macht, was die Religion vorgibt. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, den du auch so ein bisschen der damit reingespielt hat, dass man eben anfängt, sein eigenes System zu erschaffen. Aber was eben auch gut ist, und das hatten wir damals schon in den anderen beiden Teilen, die wir aufgenommen haben, hier an dieser Stelle, Leute, schaut euch das unbedingt nochmal an. Da hatten wir es auch schon angesprochen. Dass du eben, dass es ein Weg ist und dass es manchmal gut ist, erstmal vorgefertigte Sachen anzunehmen und auszuprobieren. Und erst danach machst du deine eigenen Dinge. Das ist genauso wie, was weiß ich, du lernst erstmal 5 Jahre lang bei einem Kung-Fu-Meister und danach
erfindest du deine eigene Technik und erweiterst das Ganze und baust was völlig Neues und machst eine eigene Kampfsportart vielleicht am Ende komplett. Aber du hast zumindest die Basics schon mal gelernt und kannst dann als Mage dich weiterentwickeln. Und genauso kann man das eben auch mit den Göttern machen. Und ich finde es eben wichtig, offen zu bleiben und sich nicht auf irgendwas zu krass zu fixieren und sagen, das ist jetzt die Wahrheit, sondern einfach offen bleiben und mit den Energien spielen und sie kommen und gehen zu lassen und auch eine Intuition dafür zu entwickeln. Und ich, was ich abschließend da noch zu sagen will, ist, ich merke das halt auch immer, wenn Archetypen ankommen, dann habe ich Träume von irgendwelchen Gotteswesen. Warum? Weil ich mich viel mit den Göttern beschäftigt habe. Kommen dann die Archetypen so, zeigen sich dann so, wie ich sie aus der römischen Mythologie kenne oder aus welchen Mythologien auch immer oder so, wie meine Fantasie das darstellt. Auch moderne Darstellungen sehe ich dann manchmal von Göttern, die vielleicht aus irgendeinem Comic stammen oder so. Aber das ist dann so, wie der Archetyp sich mir darstellt. Und dann gehe ich damit auch um. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass wir nicht sagen, das ist nur authentisch und alles andere ist unauthentisch. Ihr müsst genau so arbeiten. Nee, eben nicht. Das, was funktioniert, ist authentisch. Ganz einfach. Das ist so das, was ich noch da, ja, was mir da noch so einfällt. Könnte man noch einmal ganz kurz nochmal auch nochmal weitergehen? Dass man eben wirklich sagt, für diejenigen, die dann eben so sehr mit der Naturwissenschaft verbunden sind und auch mit der Psychologie, dass dann eben gesagt wird, ja, aber das ist alles bei dir im Kopf, das ist alles erfunden. Es gibt diesen schönen Vergleich, dass dann eben eine Gruppe von Hirnforschern und Psychologen ein fiktives Beispiel, ganz wichtig, absolut fiktiv, ein fiktives Beispiel erstellt haben, dass dann eben gesagt wurde, okay, das Gesamtbewusstsein des Menschen, Unterbewusstsein und Tagesbewusstsein des Menschen, sagen wir jetzt einfach mal einmal um die Erde rum, knapp 44.000 Kilometer. So, wie groß ist jetzt das Unterbewusstsein und wie groß ist jetzt das Tagesbewusstsein? Wie gesagt, ist nur Fiktion, haben aber dann eben Hirnforscher und auch Psychologen zusammen so ein bisschen sich ausgedacht. Und der Unterschied von Unterbewusstsein zu Tagesbewusstsein ist gigantisch. Bei 44.000 Kilometern wäre das Tagesbewusstsein gerade einmal 20 Zentimeter. Und wenn man jetzt sagen würde, du kannst in deinem Unterbewusstsein den verschiedenen Entitäten, die alle von mir aus in deinem Unterbewusstsein wohnen, selbst wenn du denen jedes Mal 100 Quadratmeter zur Verfügung gibst, wo die sich austoben können, hast du verdammt viele Entitäten in deinem Unterbewusstsein, mit denen du interagieren kannst. Und wie die wieder da reinkommen, dafür ist es dann eben das Unterbewusstsein, wo man sagen kann, ja, das ist der Naturwissenschaft und auch der Psychologie noch nicht zu 100% klar. Aber allein an diesem fiktiven, zum dritten Mal Beispiel, ist dann eben aber noch einmal ganz klar, der Mensch ist nur ein Stecknadelkopf in Bezug auf sein Tagesbewusstsein. Da ist noch gigantisch viel mehr. Und das Schöne ist ja auch, wenn die Entitäten auch von mir aus dem Unterbewusstsein mit dir Kontakt aufbauen, mit dem Tagesbewusstsein, dann verwenden sie natürlich die Pfade, die eingelaufen sind. Und es ist vollkommen legitim, dass man eben Schauspieler, Musikstücke, Comichelden, was auch immer dann eben sieht oder die klassischen Archetypen, weil das Tagesbewusstsein kann man eben mit einer Tastatur vergleichen. Und wenn ich auf meiner Tastatur Q, W, E, R und so weiter dann eben habe oder beziehungsweise die verschiedenen Archetypen mit Gesichtern, dann ist es viel einfacher für die Energie, mein Tagesbewusstsein zu erreichen, indem die verschiedenen Tasten ganz einfach gedrückt werden. Und wenn dann eben Loki aus dem Marvel-Universum auftaucht, dann ist das einfach so, weil ich interagiere mit diesem Bild. Das Bild löst in mir etwas aus und das ist der perfekte Weg, für eine eindeutige Kommunikation. Was würde es bringen, wenn das Wesen oder die Entität, die mit mir Kontakt aufnehmen will, plötzlich als Quadrat auftaucht? Ja, dann gucke ich sage, oh toll, ein rechtes Quadrat. Wenn er aber jetzt dann eben Loki, wie auch immer der Schauspieler heißt, vor meinem inneren Auge auftaucht, dann sage ich, okay, das könnte ein Trickster sein. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Da fällt mir auch American Gods ein. Die Serie ist auch unglaublich gut, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Archetypen funktionieren. Das ist eigentlich eine Serie, wo es um Archetypen geht. Das sagt nur keiner so offen, aber auch wie sich neue Archetypen durchs Internet bilden und so weiter. Es ist sehr, sehr spannend, kann man sich mal reinziehen auf jeden Fall und dann ein Gefühl für zu bekommen.
Weil auch so Filme sind manchmal gar nicht so schlecht, um eben dann Vorstellungen oder Schablonen im Geiste zu konstruieren, um dann später damit zu arbeiten. Das heißt, wenn dich eine He-Man-Figur mehr triggert als jetzt, sag ich mal, irgendeine alte römische Figur von irgendeinem Herkules, dann nimm die He-Man-Figur. Das ist halt sehr chaosmagisch, könnte man sagen, aber oder eben wie auch immer. Es ist aber auf jeden Fall besser, dass die Elemente zu verwenden, die einen irgendwie mehr ansprechen oder die eben in dir eine Resonanz erzeugen. Dann spielt das auch gar keine Rolle, ob das ein 2000 Jahre alter Tonklumpen ist, den du da anbetest oder eben irgendeine in Gussform gegossene Plastikfigur. Es ist scheißegal. Natürlich kann man sich streiten über Naturmaterialien und künstlich hergestellte Materialien. Das sind alles nochmal so Feinheiten. Da werden viele Magier sagen, nein, nein, man muss natürlich. Und dann gibt es 1000 Erklärungen, warum was besser ist. Aber das ist ja individuell und das darf auch sein. Aber ich denke, es ist wichtig, dass alles seinen Platz hat und dass man alles mit einbezieht und auch alles betrachtet und versucht, nicht irgendwas auszugrenzen, sondern alle Wesen in diesem Kosmos, in diesem oder in diesem All haben irgendwo eine Aufgabe, sie sind da, sie sind entweder erschaffen worden durch menschliche Gefühle oder aber andersherum, die Gefühle waren schon da des Menschen und diese Entität hat sich nur noch mal anders gezeigt, um eben den Menschen zu erinnern an das, was in ihm steckt. Und da kommen wir jetzt noch mal zu einem ganz interessanten Punkt. Da hast du ja auch schon gerade also so erzählt, Schauspieler und so weiter, die arbeiten ja auch mit Archetypen. Das heißt also auch Schauspieler bedienen sich dieser göttlichen, dämonischen oder nennen sie wie du willst, dieser geistigen Entitäten, um dann eben ihre Rolle spielen zu können. Und es gibt auch Videos von ganz vielen Promis, beziehungsweise eher so aus Hollywood, die halt sagen, wenn sie auf die Bühne gehen, so Rihanna und wie sie alle heißen, Beyoncé oder so, ne, die dann auf die Bühne gehen und sagen dann, bevor die Show anfängt, merke ich, wie etwas in mich reinfährt und dann mache ich gar nichts mehr, dann werde ich gemacht. Und da, das erinnert mich natürlich sehr stark an den Voodoo. Und da hast du ja auch Bücher drüber geschrieben und nicht nur darüber, aber jetzt mal als Beispiel, um hier mal sowas rauszupicken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch ein Buch über Voodoo vom Frater Lysier gelesen und ich muss ehrlich sagen, also sehr umfangreich, sehr detailliert, hat mir sehr gut gefallen, kann man also auch wirklich so weitergeben. Und ja, erzähl doch mal was über diese, das, was ich im Voodoo, wenn einen die Geister reiten. Man sagt ja, die Geister werden Loas genannt und die reiten einen dann. Was ist das genau und warum funktioniert das? Wie funktioniert das und was genau passiert da? Man es mit einem hermetischen Begriff oder mit einem zeremonialmagischen Begriff dann eben beschreiben will, dann hat man diese klassische Invokation, dieses Invokare in Hineinrufen. Gegenteil wäre eben die Evokation, dieses Herbeirufen oder im Außenrufen. Und genau das wird dann eben auch gemacht, ob es jetzt die Stars auf der Bühne sind, die sich dann eben so darauf vorbereiten und sich dann eben auch geistig öffnen, weil man dann wieder in einen anderen geistigen Zustand geht. Oder ob es dann eben die Wudusi sind, die Wudonsi, die eben Gläubige sind, aber ihre Religion eins zu eins leben. Weil gerade in der Religion hat man natürlich diese Effekte. Und hierbei ist es egal, ob es dann eben die Voodoo-Leute auf Haiti sind, die Santeria-Leute auf Kuba oder irgendwo in Afrika, in Benin, in Togo oder eben auch nebenan in der Kirche. Auch da ist es dann natürlich möglich, dass wirklich dann der Heilige Geist eben über den Gläubigen kommt, in den Gläubigen hineinfährt und da dann eben sein Wirken praktiziert oder in Interaktion beziehungsweise in Zwiesprache geht. Und wie gesagt, ne, es ist diese Invokation und man kann es sich dann eben so vorstellen, dass die eigenen energetischen Anteile mit der Entität erst einmal auf Tuchfühlung gehen. So, jetzt kann man sich wieder fragen, energetische Anteile, welche Anteile, wo sind die denn hier bei mir? Der Mensch, wie gesagt, ist mehr als die Summe seiner Teile. Und man kann es für sich am einfachsten so erklären, dass es dann eben im Unterbewusstsein oder auch in den körperlichen Bereichen verschiedene Energiekörper gibt und auch verschiedene Anteile. Gemeinsam ist man dann eben von mir aus die Seele oder der Geist oder was man dazu auch immer für eine Fachvokabel verwenden will. Aber man hat eben verschiedene Fragmente. Und diese feinstofflichen oder diskarnierten Energien
nehmen eben mit den verschiedenen Archetypen erst einmal Tuchfühlung auf, so dass da eine Kommunikation stattfindet, die nicht unbedingt dann eben vom Tagesbewusstsein registriert werden muss. Es kann sein, dass sie dann eben in Träumen auftauchen, wo man dann eben plötzlich sagt, oh, ich träume plötzlich verstärkt von den archetypischen Prinzipien XY, Saturn oder Venus oder was auch immer. Und irgendwas wird da wahrscheinlich dann eben kommen oder ein Trickster oder Odin, wer auch immer. Und dass man da dann eben Stück für Stück schon mal herangeführt wird. Weil es ist natürlich kontraproduktiv für einen energetischen Austausch, wenn man von jetzt auf gleich plötzlich besessen ist, in Anführungszeichen, oder im positiven Sinne, eine Invokation erlebt und das Tagesbewusstsein darauf nicht vorbereitet ist. Weil auch der Mensch hat verschiedenste Abwehrmechanismen. Wenn plötzlich mein Adrenalinhaushalt hochgeht, wenn alle meine Drüsen alles Mögliche an Hormonen produzieren, dann fliegt die Energie raus, wenn ich plötzlich im Panikmodus bin. Wenn ich wirklich denke, ich werde entführt, ich werde übernommen, dann reagiert meine Biochemie. Und meine Biochemie hier unten im Körper, die hat verdammt viele Hebel zur Verfügung. Deswegen ist es auch da wieder eine Übungssache, dass man eben wirklich sich von den Loas reiten lässt, wie es dann eben im Voodoo heißt, oder eine klassische Invokation erlebt oder auch nur in Anführungszeichen mit den Entitäten kommuniziert. Und dass hierbei eben die Entitäten gigantische Möglichkeiten haben, die auch über den eigenen Intellekt hinausgehen. Dass zum Beispiel dann eben gesagt wird, ich spreche nicht Aramäisch. Und wie es dann eben immer in den klassischen Exorzismusfilmen ist, die drehen nicht nur um 180 Grad oder um 360 Grad ihren Kopf. Nein, die sprechen auch alle Aramäisch. Auch das ist wieder etwas, was dann eben beim Vatikan fix ist und was eben auch dann belegt ist, dass plötzlich Menschen eine Sprache sprechen, die sie nicht sprechen können. Oder Instrumente spielen oder andere Fähigkeiten haben, die sie im Normalfall nicht haben. Der Psychologe würde dann eben sagen, ja, das ist alles im Unterbewusstsein und es ist abgerufen. Ja gut, aber dann sind wir schon wieder bei der Magie, weil bewiesen werden kann es nicht, was wir alles im Unterbewusstsein haben. Wenn man erst einmal davon ausgeht, wenn man Kontakt zu einer entsprechenden Entität aufbauen möchte, dann gibt es wieder diese zwei Möglichkeiten, dass man entweder rein intuitiv vorgeht, dass man sagt, ich werde keine intellektuellen Informationen lesen. Ich werde mir zwar ein eigenes Bild erschaffen, damit mein Tagesbewusstsein einen Ankerpunkt hat, aber ich werde nichts darüber lesen und ich lasse einfach die Energie auf mich zukommen. Ist möglich, wird für die meisten Menschen aber sehr schwierig sein, weil der innere Kritiker, weil der innere Zensor dann eben sagt, nee, das bildest du dir alles ein. Die andere Möglichkeit ist also, dass ich mich erst einmal intellektuell aus Büchern, aus Videos, was auch immer informiere, und da aber auch immer wieder einen gewissen Kritikpunkt zulasse. Weil es sind immer wieder die Erfahrungen der einzelnen Menschen, die diese Informationen geben. Wenn ich sage, ich arbeite dann dementsprechend mit Saturn und ich sehe einen uralten Mann mit Krückstock und Sanduhr, dann würde vielleicht ein anderer sagen, nee, das ist nicht Saturn, das ist der Papaleppa aus Haiti. Dann sagt der Nächste, nee, Papaleppa, der aus Afrika, das ist ein junger Mann, der absolut potent ist. Und schon alleine daran sieht man, es gibt sehr viele Informationen und die Schwierigkeit ist dann eben, die zu filtern. Das wird am Anfang, machen wir uns nichts vor, so gut wie unmöglich sein. Du hast ein Buch, du reagierst darauf, du findest dann eben den Autor sympathisch oder doof, also legst das Buch weg oder du liest es weiter und du nimmst erstmal die Meinung von dem Autor an. Du guckst ein Video und sagst, boah, hier, der Alex erzählt, Loki taucht auf in grün und hat auch solche Muskeln. Warte mal, war das nicht ein anderer Comic-Held? Ist egal, das hat der Alex erzählt. Also glaube ich das, weil dann eben die Sympathie da ist. Dann muss man das erstmal dann eben annehmen, bis man seine eigenen Erfahrungen macht. Und da ist dann natürlich auch wieder so dieses am Ball bleiben, die Disziplin bewahren und den inneren Kritiker nicht tot machen. Nicht wirklich dann eben, dass der permanent mit irgendwelchen Transparenten rumläuft und sagt, alles Lüge, alles erfunden, das nicht. Der Kritiker soll zu Wort kommen, aber dann eben nicht zu laut schreien. Es ist so ein Mittelmaß. Und hierfür gibt es leider keine 0815-Lösung. Man muss Stück für Stück gucken, in welche Richtung man dann eben agieren will. Bin ich der intellektuelle Typ? Muss ich mich erstmal intellektuell informieren? Oder bin ich der intuitive Typ, dass ich dann eben wirklich auf meine Intuition, auf mein Gefühl höre. Schwingt es für mich? Schwingt die Information für mich? Gehe ich da in Resonanz oder gehe ich in Widerstand?
Und wenn man diese ganzen kleinen Punkte hat, ne, es ist wie so ein Mosaikbild oder wie ein Puzzle. Wenn ich mir die dann eben einzeln Stück für Stück zusammensetze, dann kommt irgendwann ein Ergebnis heraus, dass man auch sagen kann, jetzt kann ich interaktiv mit der Entität agieren und das, was ich höre, fühle, sehe, rieche, schmecke, lasse ich meinem inneren Sensor einen kurzen Aufschrei, ja, aber ich fühle, nee, das, was ich für Informationen bekomme, habe ich nicht im Tagesbewusstsein. Das weiß ich nicht. Ob ich es im Unterbewusstsein habe, wie gesagt, ne, ist ein bisschen größer. Und es wäre auch außerhalb jeder Diskussion zu sagen, ja, die Archetypen sind im Unterbewusstsein oder nicht. Es gibt hierfür keine Beweise, weder positive noch negative Beweise. Genau, was mir auch noch eingefallen ist, gerade eben, das finde ich sehr gut. Das Beispiel, was du gegeben hast, das ist eben für den einen ist der Papa Leckba etwas anders als für den anderen. Und alleine schon die Interpretation von verschiedenen Gottheiten aus verschiedenen Kreisen, du hast ja verschiedene esoterische Kreise, die bestimmte Entitäten unterschiedlich bewerten und ihr Gewicht anders auf diese Gottheit verlagern und sagen, nee, der ist eher ein Kriegsgott, nee, er ist eher ein Unterweltsgott. So, und dann kristallisiert sich das so raus, wie du schon sagtest, und das Buch, was du liest, was dir sympathisch vorkommt, das nimmst du dann eher an. Oder wenn du vorher irgendeinen Disney-Film gesehen hast, dann ist für dich Hades vielleicht irgendwie ein ganz anderer Typ, als wenn du jetzt irgendwelche verstaubten, trockenen Bücher über die Antike gelesen hättest, die so eher so wissenschaftlich gewesen sind. Das ist eben das Ding, was dich dann prägt am Ende. Du interpretierst in diesen Archetypen etwas hinein, aber grundsätzlich hat der Archetyp gewisse Qualitäten und wie er sich dir dann zeigt. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass sich, bleiben wir mal bei dem Beispiel Papa Leckba, den gibt es ja, wie gesagt, einmal wird er dargestellt als junger Knabe und dann wiederum als alter Mann am Krückstock. Und das sind ja nun wirklich zwei Sachen, die sehr weit weg sind, könnte man erstmal meinen, aber da gibt es schon Verbindungen, aber da will ich gar nicht drauf eingehen jetzt, sondern einfach nur von diesen Bildern her, da kommen ja ganz andere Ideen hoch. Der eine, der diesen jungen Mann sieht, denkt sich, ja, frische Energie, der symbolisiert für mich das Jugendhafte, Sturm und Drang und ganz viel Entdecken und kindlich sein und verspielt sein und Süßigkeiten und so weiter. Ja, deswegen sind ja unter anderem auch Opfergaben Süßigkeiten. Aber eben, dann gibt es diesen Aspekt eben, wo er eben als alter Mann auftritt. Und beides darf nebeneinander stehen bleiben, weil beides archetypische Aspekte dieses übergeordneten Energiesystems darstellt, was wir dann eben in diese Formen reinpacken. Das heißt also, wenn ich eine Gottheit habe, dann hat sie immer mehrere Erscheinungsformen und dann gibt es auch Möglichkeiten, dass dieser Archetyp sich eben anders zeigen kann, als er sich vielleicht einem anderen Autoren gezeigt hat und als er vielleicht diese Arbeit gemacht hat. Ich habe zum Beispiel auch andere Korrespondenzen irgendwann genommen für eine spezielle Göttin, mit der ich eine Zeit lang gearbeitet habe, als die, die man irgendwo findet. Das war eine Farbkorrespondenz, die normalerweise nirgendwo auftaucht, die ich aber im persönlichen Kontakt mit der Gottheit erfahren habe und dann diese Farbe eingebaut habe in meine Magie und gemerkt habe, es funktioniert für mich besser, wenn ich dieses Farbsetting nehme als das andere, was überall verbreitet ist. Und daran sieht man schon, man kann auch seine eigene Note darin finden. Am Ende geht es nur darum, dass du dich mit der Kraft verbindest, dass du irgendwo nur Connections aufbaust und mit was du das dann hinterher tust, mit welchen Mitteln. Es ist grundsätzlich gut und nicht verkehrt, vorgefertigte Dinge erstmal auszuprobieren und zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier für die Venus das Metall Kupfer, das baue ich jetzt in mein Ritual mit ein und dann nehme ich für die Venus nicht Platin oder Titan, weil eben die Qualität sich dann dieser Göttin wahrscheinlich verändert. Das heißt, würde ich jetzt Eisen in mein Ritual mit einbauen für die Göttin Venus, dann würde ich wahrscheinlich eher den Inanna-Aspekt triggern, der nämlich noch einen starken kriegerischen Aspekt hat. Und so weiter. Und das meine ich eben, man gibt da auch bestimmte Elemente mit rein. Und was ich noch glaube, ist, dass eben dadurch, dass die Masse etwas glaubt, erzeugt sie ein Kraftfeld, eine Realität.
Das heißt also, immer dann, wenn Gedanken und Gefühle zusammentreffen und ja, ein Paket bilden, ja, dann entsteht Wirklichkeit, dann entsteht etwas, was wir Realität nennen. Ja? Gedanken plus Gefühle gleich Realität. So, das heißt also, wenn ich jetzt Katholik bin und plötzlich dieser Marienkohl zum Beispiel, den gibt es auch noch nicht seit Ewigkeiten, den gibt es nicht seit Anfang an des Katholizismus, sondern der ist erst viel später erst aufgetaucht. Aber irgendwann haben die Kirchenoberhäupter entschieden, wir bauen da jetzt noch Maria mit ein, wir brauchen einen weiblichen Part da drin. Peng. Und dann hat man das gemacht und dann hat das Ganze schon so einen eigenen Götterkult. Innerhalb des Kultes ein eigener Kult, der Marienkult ist entstanden. Und daran sieht man, dass sowas auch installiert werden kann. Und je mehr Leute daran teilhaben und mitmachen und dieselben Rituale praktizieren, pushen sie das Kraftfeld und erschaffen letztendlich manchmal einen neuen Archetypen, der aus verschiedenen Aspekten anderer Archetypen entsteht. Maria zum Beispiel hat viele Aspekte verschiedener antiker Göttinnen, alle vereint in einer Figur. Und das sieht man auch an den Statuen, dann ist da ein Mond zu ihren Füßen, manchmal eine Schlange, dann hat sie verschiedene Sachen, die sie in den Händen hält manchmal. Und das sind alles Aspekte verschiedener Göttinnen und die haben sich dann archetypisch in ihr wieder neu manifestiert. Und so kann man dann letztendlich dadurch, dass man eben diesen Hauptcurrent oder diesen Hauptstrom einer Gottheit akzeptiert, kann man eben das Kollektiv, die kollektive Gedankenkraft und die kollektiven Gefühle dazu benutzen, als eine Art Welle, auf der man dann später surfen kann, magisch gesprochen dann, also magisch gesehen, ne, sinnbildlich gesprochen. So, das ist so das, was mir dazu noch so einfällt, auch auf jeden Fall. Ne? Ja, und manchmal ist es wirklich sehr spannend, wenn dann eben der jeweilige Archetypus, der dann eben Kontakt zu einem aufnimmt, das Tagesbewusstsein doch plötzlich austrickst. Ein schönes Beispiel ist, wenn man dann eben mit Mars, ja, mit dem Kriegsgott Mars arbeiten will und man erwartet jetzt einen gerüsteten Krieger, natürlich in römischer Rüstung und mit römischem Schwert und so weiter. Und du hast plötzlich jemanden, der da auf dem Feld steht mit einer Schippe und du sagst, hallo Mars, du bist doch eigentlich ein Kriegsgott. Und Mars guckt dich an und sagt, ja, bin ich, aber noch mehr, aber das wirst du schon selber herausfinden. So, und dann hörst du die Arbeit auf und dann recherchierst du und findest plötzlich, ach jo, der war im Ursprung, war der wirklich eine Ackergottheit. Und deswegen, weil dann eben Land gebraucht wurde, war die Expansion und zack, wurde er dann eben zu einem Kriegsgott verändert. So, und das ist dann natürlich etwas, wo dann wirklich, ja, ne, das Tagesbewusstsein so ein bisschen in Staunen gerät und man sagt, das kannst du dir nicht ausdenken, weil woher soll ich es wissen? Ja, ist alles im Unterbewusstsein, ist ja okay. Aber trotzdem sind dann eben diese Anbieter oder diese Peaks, wenn man das dann eben als Grafik beschreiben will, ist für das Tagesbewusstsein dann eben wirklich absolut spannend. Und gerade wie du dann eben sagtest, dann eben Mutter Maria, wo dann eben so viele verschiedene Sachen dann eben mit eingeflossen sind, was ja auch dann eben wieder ein religiöser Trick war, weil die ganzen Heiligen und die ganzen Göttinnenbilder, naja, hat das Christentum dann eben nicht wegbekommen. Also wo man sagt, da war man jetzt, hast du eine Idee? Ja komm, lass uns dann eben auch eine Göttin dann eben einbauen. Dann haben wir dann eben die Landbevölkerung so ein bisschen mit auf unserer Seite, bleiben bei ihrer Göttin und konvertieren dann eben doch. Auch da ist es dann natürlich spannend, wie dann diese Energien zusammenarbeiten, dass man da wirklich dann eben diesen Synkretismus hat als Fachvokabel, ne, dann eben diese Zusammenballung von verschiedenen Religionen. Und dadurch entsteht ein gigantisches Potenzial, weil, wie du dann eben super gesagt hast, ne, dann eben durch Wille, durch Gedanken, durch nur Fokussierung, durch Glaube, der Glaube versetzt Berge, ja, macht er. Der Glaube erschafft auch Entitäten. Und man könnte es manchmal dann eben wirklich mit dem lustigen Periodensystem der Elemente vergleichen. Jetzt gehen wieder alle wirklich zurück in ihre Chemiezeit und sagen, ach, dieses komische Ding, was überall an den Wänden hing, dass man wirklich sagt, genau, du hast die einzelnen Atome und aus diesen einzelnen Atomen werden Moleküle, die absolut individuell sind. Und wenn man jetzt dann eben auf Mutter Maria dann eben eingeht und sagt, du hast jetzt irgendein wildes Molekül, kannst du dir die Atome angucken und sagen, ach, guck mal, da ist dann eben Inanna drin und da ist dann eben Astarte drin und Ishtar und wo sagst, aber die hängen auch wieder irgendwie namentlich zusammen und dann, guck mal, das ist sogar Ereshkigal, war ein Unterweltprinzip. Mensch, da könnte sogar dann eben Brigitte drin sein und wer auch immer, ist dann natürlich dann auch nochmal sehr spannend zu schauen.
Ob es dann eben nur mit dem Intellekt geht oder auch dann wieder von der Intuition her, von der Energetik, das bleibt natürlich wieder jedem selbst überlassen, wie das eigene System konzipiert ist. Aber daran merkt man fühlt, dass eben hinter der ersten Fassade der Entität doch noch viel, viel mehr ist. Weil wenn man mit Entitäten kommuniziert, das ist genauso wie wenn man mit einem Menschen kommuniziert. Du triffst einen wildfremden Menschen. Du schätzt ihn erstmal ein. Du schätzt seine Optik ein. Du schätzt seine Sprache ein, wie er sich dir gegenüber verhält. Und so ist es mit den Entitäten auch. Und manchmal wird erst einmal ein Schein aufgebaut, ne, dass dann wirklich gesagt wird, oh, da kommt jetzt ein ganz gefährlich kriegerisches Prinzip. Und wenn der nicht in glänzender Rüstung und gezogenem Schwert auftaucht, dann betrüge ich mich selbst, dann breche ich sofort die Kommunikation ab. Naja, und wenn die Entität einen Sinn darin sieht, mit dir zu interagieren, dann taucht die erstmal so auf und sagt, hey, ich bin der große Krieger, willkommen in meiner Show. Ob es dann immer so gut ist, im Nachhinein, man wird seine inneren Bilder irgendwann auch revidieren können, im Idealfall. Wenn es manchmal ein bisschen dann eben härter wird, auch müssen, wenn die Wesen sehr stark mit einem interagieren und einen dann in Anführungszeichen wirklich auf den Pott zurücksetzen und sagen so, Butter bei die Fische, ich erzähle dir jetzt mal ein und deine ganze Fantasy-Welt lass mal weg. Aber dann wären wir schon wieder fast im Bereich des Channelings oder des kanalisierten Austausches. Was mir noch ganz wichtig ist, dass noch, was ich noch dazu hinzufügen würde, ist, dass diese Entitäten, die, von denen ich ja ausgehe, dass sie als Energien schon immer existiert haben, weil sie Teil, Bestandteil der Natur sind, weil sie auch in uns angelegt sind, dass die eben nicht rein mechanisch sind und nur durch unseren Glauben getriggert werden oder nur durch unseren Glauben existieren. Sie existieren in ihrer Rohheit, in ihrer Unfassbarkeit, existieren sie neben dem Menschen beziehungsweise existieren auch im Menschen und vor allen Dingen vermutlich auch lange vor dem Menschen. Und ich halte es zum Beispiel für falsch, diese Entitäten nur runterzubrechen auf Effekte. Ja, nicht, also das machst du nicht. Das ist jetzt keine Kritik an dich, sondern einfach so, weil ich viele Menschen kenne, die das machen. Die sagen dann: Okay, ich habe ein Problem. Dann gucke ich mal in mein Voodoo-Buch. Was weiß ich möchte irgendwelche Wünsche erfüllt haben. Dann suchen sie sich irgendeinen Loa, also irgendeinen Geist aus, der ihnen diesen Wunsch erfüllen kann. Vielleicht, jetzt bleiben wir mal beim Voodoo. Sie sagen dann, okay, Ersilifreda zum Beispiel. Ja, das ist so die Liebesgöttin, der Liebesloa. Ne? Die hat natürlich noch andere Qualitäten, aber das ist so die Überschrift häufig, die so gesehen wird. So, und dann sagen sie, alles klar, okay, ich möchte den und den Menschen gerne für mich gewinnen, indem die sich mich verliebt oder der sich in mich verliebt oder wer auch immer. Und dann basteln sie sich dann Ritual zusammen und benutzen dann diesen Archetypen oder diese Wesenheit quasi wie so ein Automaten. Also was will die? Dann steht da, aha, sie trinkt gerne Champagner. Ja gut, dann kaufe ich halt so eine scheiß teure Pulle, aber nur eine kleine für 8 €, weil das ist, weil ich muss das ganze Zeug ja auf den Boden gießen, was für eine Verschwendung. Also diese Einstellung alleine schon sind es ja meistens. Ja, was will die noch haben? Okay, irgendwelche Süßigkeiten, na gut, dann kriegt sie das halt. Und dann wird das so lieblos da irgendwo auf so einen Pappteller gelegt. Ich meine, ich benutze auch manchmal Pappteller, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dann wird das so lieblos einfach da irgendwo hingelegt und eine Kerze angezündet. Dann werden da die Beschwörungen runtergerattert. Und dann bitte, jetzt muss es auch funktionieren. Ich habe jetzt bestimmt 10 € an Opfergaben ausgegeben. Wenn jetzt nichts passiert, dann bin ich wütend. So. Und das ist so das, was ich halt schade finde. Die Geister sind keine Wunschmaschinen, oder die Wesen, die Entitäten sind eben auch, ich weiß nicht, was die fühlen, ich weiß nicht, wie die auf mich reagieren, aber ich weiß, dass wenn ich Liebe investiere, dass die Kommunikation wesentlich besser ist, als wenn ich so ein Gefühl da reingebe, so von wegen, ja, ihr müsst funktionieren, weil ihr seid irgendwelche Maschinen. Und das finde ich eben wichtig, Respekt zu haben vor den Entitäten und vor allem mit den Entitäten, mit denen man arbeitet, auch ja eine Art, ja, ein Band der Liebe zu erzeugen. Das ist so meine Herangehensweise. Ich weiß, da gibt es auch viele andere,
irgendwelche klefotischen Magier, die das anders sehen, oder auch irgendwelche anderen Leute, die dann mehr so in dieser abrahamitischen Magie sind, die dann die Geister zwingen mit Zwangmitteln und so weiter. Das kennt man aus den alten Grimoires. Aber davon halte ich halt null was. Also ich bin kein Freund davon, Entitäten zu zwingen, wobei ich auch nicht glaube, dass sie sich zwingen lassen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was denkst du über das, was ich gesagt habe? Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil da ist einer meiner Lieblingssprüche, das Gefährliche an der Magie ist nicht, ob etwas funktioniert, sondern dass es funktioniert. Und wenn man jetzt wirklich dann eben mit dieser lustigen Prämisse herangeht, ich hole eine Pulle Sekt, dann schmeiße ich noch einen Snickers im Kreis und mache dann eine wilde Anrufung und wehe, die Göttin kommt nicht, dann kann man sagen, wenn dann eben die Göttin nicht kommt, sei froh. Weil gerade Madame ist eben eine Entität, die dann eben so auftauchen könnte, Freund der Sonne, du hast mich angeschrien, dass ich dir die Liebe erfüllen soll. Ich werde jetzt mal 32 Lektionen in Demut schenken, dass du für die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall solo sein wirst. Viel Spaß mit deinem Snickers. Und dann ist sie weg. So, und dann hat man wirklich dann eben Problem. Deswegen, ne, das Gefährliche an der Magie ist nicht, ob es funktioniert, sondern dass es funktioniert. Und als Faustformel kann man wirklich erst einmal sagen, begegne den Entitäten so, wie du anderen Menschen begegnest und wie du eben auch angenommen wirst. Es ist aus der Praxis für die Praxis Zwang, genau, in den alten Grimoiren ist so, wo du sagst, ja, genau. Vor allem, wenn man sich da die Sachen anguckt, ist so, ich kenne den Namen deines Vorgesetzten. Das heißt, du gehst zum nächsten Polizisten und sagst, ich befehle dir, dass du mir deine Dienstwaffe gibst und damit ich die Bank überfallen kann. Denn ich kenne deinen Wachleiter. Guckt dir dich auch an und sagt, ich weiß nicht, was du für Drogen nimmst, aber geh lieber weg. Und dann streichst du den Wald an und sagst, ich kenne sogar den Namen des Bürgermeisters. Und dann kenne ich auch noch den Namen des Innenministers. Und du gehst immer weiter, das dann eben bis zur höchsten Instanz. Und der wird nichts machen. Aber genau so ist dann eben die mittelalterliche Anrufung konzipiert, dass immer wieder gesagt wird, ich kenne den Namen deines Vorgesetzten und wenn du nicht reagierst, dann hole ich deinen Vorgesetzten. Dass dann mal überlegt wird, wo du sagst, wenn der schon nicht reagiert, warum soll das viel mächtigere Wesen dann eben überhaupt reagieren? Das steht leider nicht in den Grimoiren drin, aber das war dann eben auch das mittelalterliche Denken. Das ist dann da natürlich das Problem. Dann wieder auch aus der Erfahrung heraus, es gibt Wesen, die brauchen eine stärkere Führung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die einen Zwang brauchen, aber die muss man teilweise wirklich, ne, bildlich gesprochen, an der Hand nehmen und sagen, so komm mal mit, ich möchte dir etwas geben, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, aber ich muss dir exakt erklären, was ich von dir erwarte. Weil dieses, ne, ich will Liebe entfachen und dann ist das Thema durch, bei einigen Entitäten funktioniert es. Aber wie gesagt, auch da spricht die Erfahrung wieder mit der Realität, weil wenn man dann eben sich einfach mal seinen Arbeitsplatz oder sein Umfeld anschaut, du wirst immer wieder Charaktere haben, die können sehr selbstständig agieren. Da sagst du, pass auf, ich habe ein Problem, hilf mir mal. Und die agieren selbstständig. Und dann hast du eben Charaktere, denen kannst du haarklein erzählen, was du dann eben möchtest. Und die gucken dich immer noch wie ein überfahrenes Eichhörnchen an und sagen, verstehe ich nicht, was möchtest du denn von mir? Das ist gut, okay, ich erzähle es dir nochmal. Und das existiert natürlich auch im geistigen Bereich. Deswegen ist es aber nicht so, dass man die dann eben an Ohren ziehen muss und dann eben herbeizwingen muss. Nein, es geht ganz einfach darum, dass die verschiedenen Entitäten ihre Aufgaben haben. Weil was nützt es dir, wenn du mit Wesen zusammenarbeitest, die mehr im Gebirge zu Hause sind und du möchtest dann irgendetwas in der Sahara machen, wo die dann eben auch sagen, ja, hier sind zwar auch Sandberge, es ist aber nicht mein Metier. Was möchtest du von mir, Mensch? Ja, und deswegen ist da natürlich dann eben auch eine vorherige Information oder ein vorheriges Anklopfen sehr sinnig. Und ich finde es dann eben sehr höflich, wenn man eben nicht sofort die Entität zu sich einlädt oder ruft, sondern dass man wirklich sagt, wir treffen uns auf halbem Weg. Wir treffen uns in der Traumebene, dass man mit entsprechenden Affirmationen einschläft, dass man sagt, ich möchte, vielleicht auch ich will Kontakt im Traum mit der Wesenheit XY aufnehmen. Oder dass man sich bewusst in medias res begibt, dass man sich in eine Meditation begibt, in eine geführte Meditation, möglicherweise sogar in eine Astralreise, in seinen eigenen inneren astralen Tempel und da eben eine Kontaktfläche etabliert. Ne? Sagen wir, im astralen Tempel ist dann eben die Eckkneipe, dass man eben sagt, komm, wir treffen uns mal und dann lernen wir uns erstmal kennen, bevor wir zusammenarbeiten. Das wird dann eben gerne vergessen, dass dann eben sofort, wie du sagst, ne, es wird ein Buch gekauft, es wird eine Pulle Sekt gekauft, es wird
irgendeinen Schokoriegel gekauft und dann wird sofort gearbeitet. Und wenn du nicht so funktionierst, wie es in dem Buch steht, dann mag ich dich nicht mehr. Ja, ne? Dann kann man wieder sagen, oh. Das ist ein tolles Thema, was du gerade angesprochen hast. Und ich würde schon fast sagen, so, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung zu machen. Ich nenne das Ganze Astralarchitektur. Und da geht es halt darum, dass man eben in der Astralebene seine Reiche baut. Ne? Du kannst hier mehrere Tempel, du kannst hier in der Astralebene alles bauen, was du willst. Und dort eben dann auch in diese Bereiche bestimmte archetypische Wesen einladen. Und das kann man dann halt quasi so gestalten. Wenn du dir einen Tempel baust in der Astralebene, dann baust du ihn halt so, wie er anziehend wirkt auf die Gottheit. Wenn ich zum Beispiel mit Metcalfe Fu arbeiten will, das ist eben ein Loa aus dem haitianischen Voodoo, der für die Kreuzwege steht und so weiter. Der fühlt sich angezogen von gewissen Farben, der fühlt sich angezogen von gewissen Opfergaben. Und wenn ich diese Farben in meinen Astraltempel mit einbaue und das Ganze so gestalte, dass er sich davon angezogen fühlt, natürlich wird er dann eher bei dir vorbeikommen. Genauso wie, also wenn du dir ein Sonnenland baust, wo alles hell und lichtvoll ist und du dann Lilith einlädst in diesen Tempel, dann kannst du lange warten auf die. Ja, da wird halt wahrscheinlich nichts passieren. Oder sie kommt und macht alles dunkel. Also irgendwas wird halt passieren oder es passiert halt nichts, aber es ist immer besser, dann eben auch in der Astralebene. Das ist eine schöne Methode, eben auch um mit den Geistwesen zu arbeiten über die Astralebene. Aber darüber werden wir nochmal eine separate Sendung machen, wenn du Lust hast, natürlich nur. Dann Gerne. machen wir eine Sendung über Astral, die Astralreisen, überhaupt die Astralwelt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, liebe Leute, ob euch das Thema gefällt und zeigt auch einen Daumen nach oben. Dann wissen wir, ja, das Interesse ist definitiv da für das Thema Astralwelt. Ja, und ich würde sagen, wir beenden dieses Video an dieser Stelle. Aber nicht traurig sein, es wird einen zweiten Teil geben und der wird dann ja an einem anderen Tag ausgestrahlt. Und ja, schön, dass ihr alle zugeschaut habt und wir sehen uns dann im zweiten Teil weiter. Wieder. Bis dann. Ciao, ciao.